Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Ich weiß nicht, ob das wirklich Rhyme heißt. Ich denke, es heißt Rim. Ich weiß nicht. Oh, hier ist Schatten. Und wir müssen Licht, dann geht Schatten weg. Hier ist aber noch alles auf Schatten gestellt. Wo bist du denn? Mhm. Jetzt hier hin. Ich weiß nicht, was er von mir möchte, aber... Oh. Okay. Das ist ja jetzt mal kacke gewesen. Ja toll, jetzt ist der Fuchs da hinten eingesperrt und ich muss das nochmal von vorne machen. Jetzt aber schnell. Puh, das war knapp. Mhm. Immer langsam mit den wilden Pferden. Okay, er duckt sich. Warum? Warum duckst du dich? Das, willst du nicht mitkommen? Ich will da nicht alleine rein. Wenn du da schon hier reingehen willst. Der geht echt nicht mit rein. Scheiße. Kommt denn jetzt, bitte? Sieht hier sehr elektrisch aus. Funktioniert irgendwie nicht so. Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Funktioniert nicht so ganz. Oh nee. Toll, da können wir eh nicht lang. Also müssen wir der Figur da, also diesen Dingen da trotzdem folgen. Okay, bist du unser neuer Freund? Der Fuchs ist weg. Thank you.
Voll ignoriert. Dankeschön. Aha, wir brauchen... Waren wir schon mal da? Soll ich ihm jetzt echt den Kopf abreißen? Kann ich ihn bringen. Waren wir schon mal da? Das sah aus, als wenn wir schon mal da gewesen wären. Viele, viele Male. Ich kann ihm nicht den Kopf abreißen. Wollte ich auch nicht, nein. Weil wir haben gerade ein Bild gezeigt bekommen, an dem noch alle anderen, ich sag jetzt mal Roboter, noch in Ordnung waren. Ist das Wasser oder ist das Sabber? Es hat so eine komische Konsistenz da oben. Ach du Scheiße. Huch! Nein, 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 nein! Gott, böse Viecher. Böse, 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 böse. Scheiße. Fuck. Jetzt sind sie auf einmal böse. Ist ja auch komisch, ne? Kommen wir hier wenigstens durch. Die nehme ich direkt wieder mit. Toll, die kann ich nie mitnehmen. Ist ja auf uns aufmerksam geworden, Supi. Ach mein Gott, die sind so böse. Na 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 na. Da. Echt jetzt? Du stehst nicht auf? Ich dachte, der hilft uns jetzt irgendwie. Aber diese Schattenwelt gefällt mir überhaupt nicht, ja. Na! Ii. Aber mir haben die Schattenviecher noch besser gefallen, die Angst vor uns hatten. Ach guck mal, wir könnten auch da oben so... Ach ja, komm, wir können da, kommen da sowieso nicht lang. Oh. Da friss und stirb. Oh. Ah, da hinten welche? Ja, 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 ich sehe euch schon. Okay.
gönn mir die mal. Ja, das sieht doch hier schon wieder viel besser aus. Nein, 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 nein. Na, komm her. Ich weiß nicht, ob ich das da... Ich werde das nicht nur wegen einer Muschel riskieren, Leute. Sorry. Kein Bock zu... abzukratzen und das Schattenreich dann nochmal machen zu müssen. Okay, wir haben hier diese Roboter, dann wieder dieser Schlüsselturm. Oh, wir haben unseren Fuchs wieder. Schönen guten Tag. Wir haben ein paar Frösche hier. So, wir haben da... Jetzt sagen wir nicht wieder, ich muss da rein oder so, ey. Ah, guck mal, da oben ist Gold. Da verbirgt sich auch irgendwas. Aber er sagt, wir müssen hier rein. Ja. Okay, ich bin drinne. Mich würde ja echt mal interessieren, was jetzt gewesen wäre, wenn ich nicht da runtergegangen wäre. Oh, ja, 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 ja. Ich ahne Schlimmes. Oh, mein Gott. Dann haben wir diese Schattenviecher. Da muss eine Lichtkugel hin. Da ist keine Ahnung was. Ich gehe erstmal jetzt hier rein. Was ist hier? Hier ist nichts. Hier muss ein Schlüssel rein. Ich möchte ihn nicht befreien. Okay, soweit ist alles klar. Da sind ja auch noch zwei kleine Räume. Dann hier muss ein Lichtkügelchen drauf. Genau, das Lichtkügelchen kommt da hinten raus. Good, good. Die ist zu. Die da hinten ist aber auf. Wow. Ich bin oben. Okay. Völlig verwirrt. Da, das ist ein Sonnentor. Das ist ein Sonnentor, das ist ein Mondtor und durch Mond ist es auf. Ja. Hier passiert aber nichts Feines. Also müssen wir... hier mal Mond draus machen. Oh, das tut mir aber leid. Ach, da ist die Kugel, die wir brauchen. Denke ich zumindest. So, hier können wir jetzt nichts mehr machen. Also wieder zurück zu Diptor. Mal gucken, ob so ein kleines Tor auf ist. Das ist nicht auf. Ja. Ha!
Dann gehen wir jetzt hier rein. Da ist der Schlüssel. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich jetzt da hinten lang komme. Huch, hab ich mich jetzt erschrocken. Scheiß Flasche. Das weiß ich nicht. Bin ich auch zu weit weg? Ach so, ja, ich guck mal. Mhm. Okay. Machen wir erstmal da auf. Vielleicht passiert ja dann was. Wir müssen nicht so eine große Kugel schieben, sondern eine kleine. Der arme Baum. Was soll ich jetzt mit der Kugel machen? Teil hier vielleicht auch. Tatsache, ist ja geil. Ja, ich bin guten Tag. Ah, du wirst noch wichtig sein. Mhm. Ah ja, ich verstehe. Wahrscheinlich das Teil da zwischen der Tür schieben. Ich rate einfach mal ganz blöd. Das wegnehmen hier. Jawohl. Ach, ich bin so gut. Ich nehme die Kugel jetzt überall mit hin. Bevor ich doppelt laufen muss. Ja, großer Platz für was? Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ah ja, ich verstehe. Jetzt habe ich die Grasekugel. Wo soll die jetzt hin?
Mhm. Toll, Kind, jetzt hast du es kaputt geschrien. Die Lichtenergie geht jetzt da hinein. Habe ich richtig verstanden. Schönen guten Tag. Hi. Kennen wir uns von früher? Hm. Ist jetzt so total falsches Beispiel, aber ich habe ja auch, guck mal, die Schmetterlinge an. Oh, Detroit Become Human habe ich ja auch gezockt. Privat. Und das hat mich so mitgerissen, das Spiel. Psychisch, dass ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte auch eine Beziehung zu einem Androiden, also zu einer Maschine entwickeln. Jetzt keine sexuelle Beziehung, aber so eine Beziehung, ja, könnte ich bestimmt schon dazu entwickeln, mit Sicherheit. Was ist jetzt mit mir? So, ich muss jetzt hinterher rennen. Gefällt mir, weiß gar nicht, was los ist. Ja. Muss ich irgendwie da hoch? Nur wie? Komme ich da jetzt hoch? Gibt es hier eine kleine Kugel? Ne, das funktioniert nicht. Nee, das war nicht so. Ah, okay. Bin ich oben, ne? Mhm. Hätte ich den Keil ja nicht mitnehmen können. So, das muss jetzt so ein Bild ergeben. Genau. Wir haben einen neuen Roboter erstellt. Also ihr könnt ja jetzt sagen, dass ich mir das einbilde oder sowas, aber hier singt definitiv jemand. Wie kriege ich denn die Plattform hier drauf? Das würde mich mal sehr interessieren. Ha!
Hi. Hey. Er sieht das sofort cool an, so komm mit, mein Freund. Wir haben jetzt einen Roboter, den wir wohin bringen sollen. Daraus wahrscheinlich. Kann man den hier dirigieren oder? Ja. Das war mir nämlich klar. Wie machen wir das denn? Vielleicht. Ich muss das Teil irgendwie da hochkriegen. Ich weiß noch nicht wie. Den Stein gar nicht dadurch. So, wir geben diese Kugel jetzt dem Roboter. Er springt definitiv drauf an. Ich habe hier was für dich. Ah. Komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Ja, so ist fein. Komm hier. Ja, hörte, ich muss noch mal so eine Kugel holen. Jetzt habe ich verstanden. Bilder erklären oft viel. Nein, nein, bleib da. Und jetzt. Genau. Nein, nein, du bist schon wieder zu weit. Schön, 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 schön. Ach, das klappt doch wunderbar. Genau, da kannst du jetzt raus. Ich muss doch den anderen Weg wieder nehmen. Ich dachte, ich könnte jetzt so auf ihn drauf springen. Aber ich folge unserem neuen Freund natürlich.
Okay. Lieben, ich muss aber Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.